Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Mittwoch. Was bedeutet, heute gibt es ein neues Zeichenvideo von mir. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute wieder eine neue Challenge mache, weil es so viele tolle Challenges gibt, was das Zeichnen angeht. Und dafür habe ich mir heute die 10-Minuten-Challenge ausgesucht. Da muss ich innerhalb von 10 Minuten ein Bild zeichnen. Und ja, da ich ja jetzt mit Markern arbeite, finde ich, kann ich das besser umsetzen. Deswegen machen wir das heute. Ich wollte aber auch nochmal Danke sagen dafür, dass so viele Leute bei meinem letzten Video so viele Kommentare da gelassen haben und auch solche Kommentare, wo wirklich viel drinsteht. Und ich werde die auch alle beantworten, aber ich muss die erstmal alle freischalten. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt schon freigeschaltet habe, aber ich war letzten Tage auf Arbeit, da hatte ich meinen Laptop nicht mit und da war ich ja die ganze Zeit mit Copies arbeite. Aber das werde ich heute alles nachholen, nachdem ich das Video geschnitten habe und hoffentlich hochgeladen habe und einkaufen war und Essen gemacht habe und die Hasen betötet habe und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das heute auf jeden Fall noch machen. Und bevor ich jetzt noch weiter rumlabere, werde ich jetzt erstmal mit der 10-Minuten-Challenge anfangen. Und ich hoffe, euch gefällt das Bild. Und ja, dann bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt mein Handy geholt und jetzt werden wir anfangen. Ein Bild zu malen innerhalb von 10 Minuten. Und das werde ich mit Sicherheit nicht schaffen. So, ich habe mich dafür entschieden, dass wir jetzt eine Hexe malen. Weil Oktober und Halloween und sowas. Und ich hoffe, dass ich es hinkriege. Erwartet jetzt bitte kein gutes Bild. Oh Gott, wie er schon wieder anfängt. Ja. Außerdem zitter ich voll. Was ist hier eigentlich los? Futzelhaare. Das Problem ist nämlich bei den Stiften. Ich werde nämlich gleich meine Marker benutzen. Und bei den Stiften, mit denen ich die Outlines ziehe. Also die von, keine Ahnung, AP oder so, die Fineliner hier. Die brauchen mega lange zum Trocknen. Deswegen wird es wahrscheinlich gleich passieren, dass sie verschmieren, wenn ich mit den Markern drüber gehe. Jetzt sieht sie aus wie so eine Ente. Ich mache jetzt auch irgendwelche Haare. Weil ich jetzt keine Zeit habe, mir großartig was zu überlegen. Oh mein Gott, was ist hier? Oh, ich bin so gestresst, ich hasse das. So eine Challenge mache ich nie wieder. Und ich male hier keine Sachen. Also, die ist jetzt nackig. Damit müsst ihr jetzt leider leben. Ich habe mich jetzt an die falsche Ecke meines Schreibtisches gesetzt, weil ich dachte, hier kann ich besser mit dem Licht und so arbeiten. Aber jetzt, wo ich besser mit dem Licht arbeiten kann, kann ich schlechter mit meinen Armen arbeiten. So, 3 Minuten, na scheiße. 3 Minuten sind schon um, wir haben noch fast 7 Minuten. Und ihr werdet gleich sehen, dass hundertprozentig die Fineliner-Scheiße verschmieren wird. Weil das einfach scheiß Stifte sind. Ich wollte eigentlich auch schon wieder Copic Fineliner besorgen. Aber die gibt es bei mir nicht in der Nähe. Und ich hasse es, online zu bestellen. Weil ich weiß, es hört vielleicht dumm an, aber ich hasse es, mir Stift und sowas online zu kaufen, weil ich die nicht vorher ausprobieren kann. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht funktionieren und dass es irgendwie einen Makel daran gibt, sind wahrscheinlich eher gering. Aber weiß nicht. Ich möchte es trotzdem ausprobieren. Weil ist so halt. Und die kriegst du halt bei mir nicht in der Nähe. Dann muss ich wieder erst nach Hannover in den Comicladen. Von der Comicladen hat sowas, aber so ein Künstlerbedarf hier. Der Künstlerbedarf in Goslar, der hat nicht mal Copic-Marker, der hat nicht mal überhaupt Marker. Das ist schon echt traurig. Seht ihr, da hat sich's verschmiert, hier hat sich's verschmiert. Ganz schlimm mit den Dingern. Super schlimm und super nervig.
4 Minuten. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Seid ihr noch im Bild? Ja, seid ihr noch. Ich hätte mir vielleicht mal vorher was hingehen sollen, welche Scheißstifte ich nehme. Mampfi knabbert schon wieder an Tapete rum, ey. Hör doch mal auf damit, Mampfi. Ganz ehrlich. Ist super nervig. 1000 Spielsachen, 1000. Ich hab grad gespuckt. 1000 Spielsachen, 1000 alles hier. Ah nein, musst immer an diese scheiß Tapete gehen. Ich hoffe, Lotti guckt sich das bei dir nicht ab. Ich muss mich beeilen. Wer noch... Jetzt knabbert die auch noch irgendwo dran rum. Kaninchen, darüber müssen wir noch mal reden. Das geht so nicht. Das Problem ist jetzt auch, wenn man jetzt so schnell malen muss, dann kriegt man die Marker nicht gleichmäßig aufgetragen. Das ist richtig scheiße, wie das aussieht. Normalerweise mache ich das nämlich immer in so Kreisbewegungen. Dann habe ich nämlich nicht so eine Stream und kann die leichter verblenden, die Marker. Aber wenn es schnell gehen muss, dann geht's halt. Dann geht's nicht, geht's halt nicht. Und ich male hier nämlich orangen Haare, weil wegen Kürbis und so. Keine Ahnung, was das jetzt mit ihren Haaren zu tun hat, aber ich finde die Farbe gut. Ist auch übrigens voll das schöne Orange für so einen Kürbis. Muss auf jeden Fall nochmal ein Halloween-Bild malen, bevor Oktober wieder rum ist. Aber ich vergesse es eh wieder. Und dann kommt es dann im Dezember, ne? So wie immer. Okay, ich glaube, wir sind theoretisch gut in der Zeit. Wir haben noch 4 Minuten. Okay, das Bild sieht auch dementsprechend aus. Also tun wir jetzt mal nicht so, als ob das jetzt ein Meisterpiece geworden ist. Jetzt habe ich jetzt Gesicht gemalt. Geil, geil. Ich muss auf jeden Fall, wenn die 8. Minute angefangen hat, damit aufhören mit dem Kolorieren. Damit ich nochmal ausbessern kann, damit das nicht alles ganz so dramatisch und schlimm aussieht. Scheißhupe muss ich auch noch malen. Den Hut male ich jetzt einfach mal schnell in Grau. Eine Minute noch, dann muss ich mit dem Links anfangen. Ja, Marvin, du bist super sportlich und so. Muss das jetzt sein? Ganz ehrlich. Die ganze Zeit hast du Zeit dafür und du machst es immer im Video. Immer. So. Scheiße, wie fleckig das grau geworden. 20 Sekunden noch und dann müssen wir mit den Outlines anfangen. Also nicht anfangen, sondern ausbessern. Weil so geht das nicht. So nicht. Okay, ich fange jetzt schon an. Freunde, ich mecker ganze Zeit Mampfi an und wahrscheinlich ist es Lotti, die gerade so viel Rambazamba macht. Leute, manchmal nervt ihr echt, ne? Ohne Scheiß. Ja. Eine Minute haben wir noch, dann kann ich den Blush noch machen. Ja! Ich mache den Blush nämlich, also das Rote im Gesicht, mache ich immer mit Pastellkreide und einem Pinsel.
weil man das so gut auftragen kann. Und ich finde, dieses Rote bei Frauen im Gesicht, also bei Manga-Figuren, macht mega viel aus. So, vielleicht schaffe ich es auch noch, Highlights reinzumachen. Wenn ich den Stift finde! Schnell! Stift, wo bist du? Ach, hier ist er doch. Scheiße. Malst du? Ja, mal. Alter, 20 Sekunden noch. Zwei Sekunden noch, nein! Okay. Vorbei! Scheiße! Erstmal Stopp drücken. Naja, dafür, dass ich es in 10 Minuten gekrickelt habe. Wartet mal, ich kurz mal heran für euch. Wo ist das? Geht's eigentlich? Naja. Was sagt ihr dazu? Ist es gut geworden oder sieht es ganz, ganz schlimm aus? Ich finde es ganz okay. Dann erstmal danke fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aufhören, weil meine Kamera auch den Akku gleich ausgesaugt hat. Und dann danke fürs Zuschauen. Danke für die letzten Kommentare auf mein letztes Video. Danke nochmal für dies und das und jenes. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Tschüss.